Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video aus meiner Werkzeugkiste, meinem ersten How-to-Video. Wie macht man's? Ich werde euch in der ersten Folge erklären, wie ich Cartographer Maps in meinen Videos verwende und auch warum. Cartographer ist ein Tool, was ihr herunterladen könnt, einfach mal suchen. Was euch also eine Karte eurer Minecraft-Welt erstellt, lässt sich ganz einfach bedienen. Ich kann hier die Welt auswählen. Meine Let's Showplay-Welt ist Welt 2. Wähle dann den Stil aus. Ich mache das immer als isometrische Map. Da habe ich immer so einen leichten 3D-Effekt. Und ich nehme die Orientierung, wie sie im klassischen Cartographer oder in Minecraft drin ist. Weil die Karte dann so orientiert ist, dass ich mich am leichtesten darauf zurechtfinde. Ich kann Blöcke rausfiltern, ich kann bestimmte Ebenen rausfiltern und das brauche ich allerdings alles nicht. Und Time soll Daylight sein, also im Tageslicht. Ich will ja sehen, was da los ist. Es gibt noch andere Modes, wo man verschiedene Einstellungen machen kann. Ich habe noch Advanced Options. Da ist es bequemerweise so, dass er mir eine Batch-Datei erzeugt, mit der ich immer wieder dieselbe Map erstelle, immer von einem anderen Spielstand. Ja. Und dann klicke ich hier auf Render und dann passiert da was. Da wird er jetzt ein bisschen brauchen. Ja, ihr habt ja immer gesehen, dass ich in meinen Videos immer wieder Cartographer Maps verwende. Einfach um euch einen Überblick zu geben und die basieren einfach hier auf den Karten, die ich mit Cartographer erstellt habe. Und dann wird einfach noch mit dem Grafikprogramm da die Texte eingetragen für die verschiedenen Standorte. Was dabei passiert oder was dabei erzeugt wird und dann dabei rauskommt, sieht so aus. Das sind PNG-Dateien, die könnt ihr euch also ganz normal mit dem Windows-Viewer anzeigen lassen. Könnt reinzoomen, könnt mit der Maus, indem man das anfasst, hier das hin und her schieben und könnt also dann noch weiter hier in Details reingehen. Bei den Texten, die ihr da dann draufschreibt, solltet ihr auf einen guten Kontrast zum Hintergrund achten. No, weil die Karte selber meist in Blau, Grün und ja, Weiß, Brauntönen ist, habe ich mich also für die Schriftfarbe für Rot entschieden. Habe einen schwarzen Rand genommen und nochmal einen gelben Schein dahinter gelegt, damit sich das also, damit ich immer einen schönen Kontrast habe, egal was die Hintergrundfarbe ist, damit der Text immer schön lesbar ist. Ja, egal ob das jetzt hier vor einem grünen Hintergrund steht, na, dann verblasst zwar der gelbe Schein, den nimmt man nicht mehr als Kontrast wahr, aber die Schrift und den schwarzen Rand, den sieht man. Ob das hier jetzt vor der Wüste ist, da ist es genauso. Über Meer ist es genauso. Und hier selbst, wo es also gemischt ist, habe ich immer einen schönen Kontrast mit der Schrift. So, da ist er inzwischen fertig. Dann kann ich ihn hier einfach zumachen. Ja, und genauso wie ich es gerade hier mache, könnt ihr dann natürlich auch das Zeigen auf eurer Map einfach mit Fraps aufzeichnen und dann sagen, okay, guck mal, heute fangen wir hier an, da haben wir in der Nähe den Lavasee, da werden wir heute hingehen oder was weiß ich, no, hier an der Stelle mit dem X. Da habt ihr ja noch die Gelegenheit, was zu bauen. Ich habe ja zur 50. Folge, ich wiederhole es einfach nochmal für alle, für die es neu ist. Ich habe zur 50. Folge, da findet ihr den Download-Link zu meiner Welt. Und da findet ihr auch diese Karte, wo halt mit dem X markiert ist, diese Stelle. An der soll noch ein Stützpunkt entstehen, wenn ihr das hier so seht. Ich habe hier so einen großen Ring. Und die Stelle hier würde den einfach schließen, damit ich das also hier richtig schön rund habe. Hier an der Stelle entsteht ja momentan noch etwas, der Komplettumbau, den ich erwähnt habe. Da
möchte ich noch nichts zeigen. Ihr seht auch auf der Karte, hier ist noch das Bauernhaus noch nicht drauf, das liegt hier. Aber wie gesagt, an der Stelle mit dem X, da könnt ihr euch also die Map runterladen, baut da was, schickt mir Screenshots davon und eventuell mache ich dann daraus mal ein Video. Bisher ist da nur was gekommen von Obi-Wan Kenobi. Der hat hier an der Wolkenvilla was gemacht. Werde ich euch auch noch zeigen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier bauen. Ich habe hier noch genug andere Bauplätze, wo ich was Interessantes finde. Und die Wolkenvilla, die ist also schon so weit nach hinten gerutscht. Das war also in den ersten 1, 2, 3, 4 Folgen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich hier was bauen will. Inzwischen habe ich an jeder Menge anderer Stellen was gebaut, wie ihr seht. Und von daher ist also diese Wolkenvilla da auch jetzt als Bauplatz freigegeben. Da gibt es also einen richtig schönen hohen Berg mit schwebender Erde. Und da könnt ihr also auch was bauen. Ja, die Videosequenz, die ihr dann hier aufgenommen habt, wenn ihr also die Karte zeigt, die könnt ihr dann einfach zusammen mit den anderen Fraps-Aufnahmen in euer Video zusammenstellen. Das macht ihr also dann ganz normal mit der Videobearbeitung. Das soweit von mir. Ja, ihr seht also, mit Cartographer und den Maps, die ihr dann in den Videos verwenden könnt, habt ihr eine tolle Möglichkeit, eure Welt zu zeigen, gerade wenn sie ein bisschen größer ist, sodass eure Zuschauer dann auch immer einen schönen Überblick über die Welt haben, wissen, wo genau ihr gerade seid, wo ihr was macht und so weiter und so fort.